Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie sich auf der Plattform iMox registrieren und für den eBMOG anmelden können. Öffnen Sie dazu Ihren Browser und geben Sie die Adresse imox.at ein. Um sich zu registrieren, klicken Sie direkt auf Registrieren Sie sich jetzt. Wählen Sie nun einen Anmeldenamen und ein Kennwort aus. Dieses brauchen Sie später auch, um sich zukünftig auf iMox anzumelden. Geben Sie nun Ihre E-Mail-Adresse an. Wählen Sie hier bitte unbedingt eine Adresse, die Sie auch regelmäßig abrufen. Selbstverständlich wird diese auch nicht weitergegeben. Bestätigen Sie nun Ihre E-Mail-Adresse erneut und wählen Sie zu guter Letzt noch Ihren Vor- und Nachnamen. Der Name, den Sie hier eintragen, wird auf der abschließenden Teilnahmebestätigung erscheinen. Es empfiehlt sich hier also, Ihren echten Namen einzutragen. Setzen Sie nun nur noch ein Häkchen bei Ich akzeptiere die Benutzerrichtlinien uneingeschränkt und klicken Sie auf Mein neues Konto anlegen. Sie erhalten nun ein Aktivierungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Diese müssen Sie jetzt nur noch bestätigen. Nach Klick auf den Link werden Sie sofort auf die Plattform iMox weitergeleitet und sind bereits angemeldet. Möchten Sie nun Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse doch noch ändern, können Sie das ab jetzt jederzeit unter Ihrem Profil tun. Klicken Sie dazu auf Profil bearbeiten und sofort können Sie Ihren Vor- und Nachnamen oder Ihre E-Mail-Adresse ändern. Um sich für den eBMOG anzumelden, müssen Sie nur noch oben auf Alle Kurse klicken und hier den eBMOG auswählen. Mit Klick auf Einschreiben sind Sie zum Kurs angemeldet. Vor Kursbeginn können Sie nur eine Kursbeschreibung lesen. Mit Kursbeginn wird der Kurs dann zugänglich sein und die einzelnen Einheiten werden wöchentlich veröffentlicht. Ab jetzt kann's losgehen. Viel Spaß im eBMOG!